Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und ja, heute probiere ich mal was anderes. Also ich habe jetzt schon öfters mal einfach Trailer rausgehauen, ohne alles, ohne zu sprechen und so weiter. Heute möchte ich mal mit euch zusammen erstmal auch den Trailer schauen und kurzes Reaction-Video quasi machen und vorab aber noch mit euch ein paar Seiten durchforsten und ein paar Infos sammeln über das Spiel. Das Spiel erscheint am 29. September diesen Jahres auf Steam, auf Oculus und auf PSVR. Also die Brillen werden unterstützt. WMR habe ich jetzt nicht gefunden, wird scheinbar nicht unterstützt. Vielleicht ist es trotzdem spielbar, weiß ich noch nicht. Muss man mal schauen, wenn da die genaueren Infos raus sind. Aber bei Steam wird es nicht gelistet, von daher kann man erstmal davon ausgehen, dass es nicht unterstützt wird. Unterstützung war bei Creed ja auch so ein bisschen, da wurden verschiedene Brillen nicht vernünftig unterstützt, auch gab es Probleme mit manchen Brillen im Multiplayer-Modus, also da muss man echt vorsichtig sein. Eigentlich ein richtig cooles Entwicklerstudios, Servius, also die haben richtig coole Games rausgebracht, aber ja, bei Creed, deshalb muss man jetzt so ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem freue ich mich tierisch drauf, die haben auch Norman Reedus jetzt engagieren können und ja, der spricht im Spiel, man spielt, soll sogar ihn spielen, also ja, sieht echt gut aus, auch der Trailer, ich habe mal ganz kurz reingeschaut, noch nicht komplett, aber das, was ich gesehen habe, sah echt cool aus. Das ganze Spiel soll actionlastiger sein als The Walking Dead Saints and Sinners. Saints and Sinners ist so mehr rollenspiellastig und ja, Onslaught soll ein bisschen actionlastiger sein, trotzdem soll eine Kampagne vorhanden sein und das Ganze soll angesiedelt sein zwischen ja, Staffel 8 und 9 wohl. Ach, jetzt hat sich meine Katze hier reingeschlichen, habe ich gerade gesehen. Ihr seht die hier unten, das ist der Ben. Ja, der Ben kommt auch schon und willst mitmachen, komm. Stell ich euch mal meinen Kater Ben vor. So, da ist er. Ja, gleich gucken wir uns erstmal die die Seiten an, die ich so rausgesucht habe und danach gibt es den Trailer und dann kann ich noch mal ganz kurz meinen Senf dazu geben und das war es eigentlich, soll jetzt kein so langes Video werden, von daher würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal auf die Seiten und ja, dann schauen wir mal, was wir da gefunden haben. So, hier sind wir bei 4Players und hier steht The Walking Dead Onslaught, VR-Spiel zur Serie wird Story und Crafting lastiger. Norman Reedus engagiert. Ja, ich glaube, am Anfang sollte es ein reines Actionspiel werden, glaube ich. Und jetzt haben sie so ein bisschen mehr Story reingebracht. Wahrscheinlich auch, nachdem sie Norman Reedus da engagiert haben. Und ja. Und die neue Geschichte versetzt den Spieler vorwiegend in die Rolle von Daryl, der von Originalschauspieler Norman Reedus gesprochen wird. Die Handlung dreht sich um seinen Konflikt mit Rick Grimes kurz vor dem Start der 9. Staffel. Man kehrt nach Alexandria zurück, um in der sicheren Zone mit gesammelten Ressourcen eine Siedlung aufzubauen. Es soll mehr Momente geben, in denen man in der Rolle von Rick am Lagerfeuer Platz nimmt, um sich mit Daryl über die Zusammenhänge der Handlung zu unterhalten. Also nicht nur ein reines Action-Game, aber es soll halt actionlastiger sein als Saints and Sinners. So, jetzt haben wir noch ein Video von Norman Reedus. Und das können wir uns jetzt mal anschauen. Hey everyone, I just finished doing the voice recording for Walking Dead Onslaught, the video game coming to VR soon. They built this little box in my basement, this little computer here, and yeah, I screamed my head off. I hope you guys like it, and hoping everyone's safe and well. Okay, bye. Okay, bye. Ja, kurzes Video von Norman Reedus und ja, haben bei ihm zu Hause so einen kleinen Raum aufgebaut, wo er dann halt die Voice-Sachen einsprechen konnte. Und ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall cool, ein cooler Charakter bei The Walking Dead, dieser Daryl. Und ja, ich bin gespannt. Ein neues Element ist die Einbindung von zufallsgenerierten Plünderungsläufen nach Alexandria, von denen man Ressourcen und gesammelte Waffen mitbringen muss. Okay. Gehen wir mal auf die nächste Seite, Mixed.de. Genau, Servius, Creed, Rise to Glory und Westworld. Und die haben noch so viele andere Sachen gemacht, habe ich hier, glaube ich, schon rausgesucht. Also das ist die Liste, was Servius so alles für VR gemacht hat. Und ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Raw Data war auch ein cooles Game, was ja auch schon ziemlich alt ist. Und Springt Vector habe ich gehasst, aber natürlich trotzdem ein cooles Game. Ja, so, jetzt gehen wir wieder zurück. So.
arbeitet hierfür eng mit Produzenten sowie Schauspielerinnen Norm Reedus und Melissa McBride. Melissa McBride war die grauhaarige Carol, genau. Hier steht es auch. VR-Spieler schlüpfen in die Rolle bekannter Seriencharakter wie Daryl, Rick, Michonne und Carol. Ja, Michonne haben wir eben schon auf meinem Thumbnail gesehen. Onslaught ist ein Großprojekt des Studios. Seit 2 Jahren und mit zeitweise 40 bis 50 Entwicklern arbeitet Service an dem VR-Spiel. Ist für VR schon ziemlich, ziemlich groß. Gut, man hat manche Indie-Teams, ne, die sind so 1 bis, weiß ich nicht, 8 oder so. Und da sind 40 bis 50 natürlich schon ziemlich krass. Ja, Zombies können geschubst, geschlagen, gewürgt und in ihre Einzelzahl zerlegt werden. Also man soll die sogar auch greifen können, um Hände, Arme abzuschlagen und so weiter. Also da bin ich auch gespannt drauf. Das VR-Spiel unterteilt sich in 2 Hälften. Einen erzählerischen Kampagnenmodus, der in einzelne Kapitel unterteilt ist und die Geschichte vorantreibt. Und temporeiche Plünderungsausflüge. Das haben wir eben schon auf der anderen Seite gesehen. Also muss man Ressourcen sammeln und so weiter. Als zentrales Hub dient Alexandria. Dort kann man gesammelte Materialien, Gebäude bauen und Waffen modifizieren. Der Koop-Modus wurde gestrichen. Boah. Warum? Warum streicht man in so einem Spiel einen Koop-Modus? Das verstehe ich nicht. Also es gibt Leute, die wollen unbedingt solche Spiele in VR mit den Freunden erleben und sowas wird dann gestrichen. Also habe ich absolut kein Verständnis für. Was sagt ihr dazu? Gerne in die Kommentare rein. So, standardmäßig bewegt man sich fließend durch die Spielwelt. TWDO wurde außerdem für das Sitzspielen im Sitzen optimiert. Ja, ist natürlich auch cool für die Leute, die echt nur im Sitzen spielen oder nur im Sitzen spielen können. Finde ich echt cool gemacht. So, jetzt haben wir noch die Steam-Seite. Also hier steht noch nicht geplantes Veröffentlichungsdatum. Also es wird jetzt bekannt gegeben, 29. definitiv. Und ja, ich würde sagen, ich ziehe mir jetzt meinen Kopfhörer wieder an. Und dann schauen wir uns den Trailer an. Ich habe mir die ersten 10 Sekunden, glaube ich, angeschaut und ich bin gespannt und freue mich. Los geht's. Wow, viele. Okay, kann was. Came back. Covered in blood. Tell me what happened. I'm really sorry. Just because we're the ones breathing don't mean we're living. We've just survived from one fight to the next. What I'm doing ain't about surviving. I'm trying to live. Better behind these walls. Still ugly out there. Genau, das habe ich eben nicht erwähnt. Man hat, haben sie jetzt natürlich gut überklebt hier mit den Plakaten oder mit den Links. Wenn ihr vorbestellt, habt ihr Sheriff Rick nochmal als Skin, Hunter Daryl als Skin und ihr bekommt ein goldenes Katana und noch irgendwas. Nützt nichts, wenn ich es groß mache. Auf jeden Fall hat man das dann als Vorbestellerboni, muss man halt entscheiden, ob man das haben will. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal in die große. So, ja, echt gut. Cooler Trailer, also hat mir gefallen. Besonders, dass man da man alle Charaktere mal kurz gesehen hat. Michonne, Carol, Rick und Daryl. Daryl hat natürlich die größte Rolle da jetzt gehabt. Und ja, echt cool. Und
irgendwie am meisten freue ich mich, Michonne zu spielen, weil die halt ja das Katana hat und ich glaube, damit macht es schon Spaß, auf Zombie-Jagd zu gehen. Und wie man in einer Szene gesehen hat, kommen da auch ziemlich viele Zombies schon mal auf einen zu. Und ja, eins war ja auch mit einem Sturmgewehr, also da haben die da drauf geballert. Also ja, ich glaube, wir können uns auf was freuen. Und ich glaube, ich bin zu dieser Zeit, genau am 29. gar nicht da. Bin da leider im Urlaub. Von daher hoffe ich, dass ich es vielleicht vorher bekomme zum Testen, dass ich es eventuell aufnehmen kann und dann vorher ja, hochladen kann und dann zum festen Zeitpunkt dann veröffentlichen kann. Aber glaube ich fast nicht, dafür ist Service zu groß und mein Kanal zu klein. Daher nochmal die Bitte an euch. Liken, Abo-Button nicht vergessen, also wäre echt nice. Und ja, ich würde auch gerne eure Meinung hören. Möchtet ihr gerne solche Infovideos zu speziellen Spielen haben, wenn irgendwelche neuen Trailer rauskommen, wenn Ankündigungen kommen, dass wir so ein bisschen darauf kurz eingehen? Oder denkt ihr, komm, brauche ich nicht, kann ich mir selber raussuchen, ich kann auch selber lesen. Also hätte ich gerne von euch Feedback. Einfach mal unter die Kommentare packen, würde mich echt freuen. Und ja, freuen wir uns einfach auf The Walking Dead Onslaught und ja, ich hoffe, dass Service sich das nochmal überlegt mit dem Koop-Modus und den eventuell noch nachreicht. Lasst uns da beten und dazu auch gerne nochmal in die Kommentare, Leute. Brauchen wir einen Koop bei dem Game oder nicht? Schreibt's einfach rein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.